Hallo Leute, hier Schutzmann. Ja, der liebe Dennis war in der guten alten Anhalt unterwegs. Im Gegnerteam haben wir nämlich Massachusetts, Brandenburg, Vanguard, Otago, Seven Provinzen, Kagero. Wir haben Tirpitz, Monarch, Bayard, Harbin und Akizuki. Ja, die Anhalt. Für mich ist das einfach, ja. Ein gutes Schiff, ein solides Schiff, die Anhalt. Die hat Schwächen, sogar ziemlich starke, aber die hat auch ziemlich starke Stärken. Ja, na, egal. Die größte Stärke ist einmal die Reichweite. Na, das ist 21,1 Kilometer. Na, die nächste Schwäche ist wieder die AP. Die AP ist wirklich nicht doll. Aber dafür ist die HE wirklich kräftig. Ne? 350er Kaliber. Wir haben 10 Kilometer U-Boot-Abwurf. Wir haben normale Reparatur, normale Heilung. Und wir haben sogar noch einen Reichweitenflieger. Torpedos, 6 Kilometer. Ach, die machen einen guten Schaden. Die Anhalt ist auch sehr gut gepanzert. Hat kleine Aufbauten, sehr viele harte Türme. Also, du kannst auch starken Beschuss recht gut aushalten, aber du bist halt lahm. Ne? Dennis hat hier nicht strammes Tempo drin. Ich fahre die Anhalt mit strammes Tempo. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist unterirdisch. Der Reload ist okay. Ich glaube, 30 waren das. Ne? Ja, 30 Sekunden. Aber ansonsten, und du hast eine Menge Geschütze. Ne? Also, du kannst halt auf 21 Kilometern gut mit Top-Tier-Schlachtschiffen mithalten. Wenn du HE schießt, du machst natürlich nicht denselben Damage, aber du kannst auch mal Hallo sagen, ne? Mit auch selbst mit der AP manchmal, ne? Weil die Granaten dann richtig schön auf Long Range aufs Deck klatschen und das kann für so manchen Kollegen anstrengend sein, ne? So, Brandenburger, das ist auch ein schönes Schiff, Oldsmobile 67. Cruiser Support, Hold Effect and Position and Fire Support for me. Okay. Harbin, ja, sind also eine Menge Torpedos in Gange. Das knubbelt sich hier so ein bisschen. Ah, da kommt schon eine Vanguard. Schade, dass da jetzt zugegangen ist. Vielleicht, Dennis, wenn du deinen Flieger startest. Brandenburg ist gleich aus der Reichweite. Ah, ist vielleicht nicht ganz so schlecht, was Chris hier gemacht hat. Du hast ja natürlich einen schönen Überraschungseffekt. Dennis hat AP drin, da kommt ein Ataro. Ich weiß nicht, Dennis, hast du auf Full Sec? Feuerreichweite 11,5, ja. Dann müsste die ja gleich losgehen. Ist nicht 4 Sec, aber die kann schon unangenehm sein. Vanguard ist sehr aggressiv reingefahren. Finde ich schwierig, diese Position einzunehmen, gleich am Anfang mit dem Schlachtschiff. Da kommt die Atago. 900 Schaden. Warum schießt er eine Sec nicht? Weil die Monarch im Weg ist. Oh, jetzt geht's los. Monarch schießt klassisch HE. Oh, denk an Torpedos, Dennis. Torpedos voraus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und jetzt kommt gleich die zweite Salve. Torpedos von der Ataro, na, trifft da eine dich? Vielleicht ein bisschen übersteuert, ne? Und jetzt wieder zurück. Oh, das könnte sehr wehtun. Dennis, Alter. Ja. Oh, da kommt ein Big Boy. Vanguard hat seinen Fehler gemerkt. Aber Dennis hat ja auch Torpedos, ne? Seven Provinzen kommt noch.
machst du aber verrückte Sachen. Trifft dich der eine da noch? Puh. Du bist zu, das ist schon mal sehr gut. Brandenburg ist da drüben. Würde ich nicht schießen, Dennis. Chill erstmal. Wenn kommt, Vanguard kommt. Du bist ja gleich mitten im Geschehen. Da gehen halt schon zwei Schiffe verloren. Ey. Das sind auch immer so niederschmetternde Aktionen. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Dennis pusht hier mitten rein ins Geschehen. Da ist er auf. Dennis, was machst du? Oh ja, die Gunpower. Uiuiuiui. Muss ich gerade sagen, so dicht an der Messe Schuschels ist es. Ja, der Kollege ist wahrscheinlich Geschichte jetzt. Der wird da nicht mal wegkommen. Vanguard schießt noch nicht mal auf dich. Ja, macht gar keinen Schaden, die Seven Provinzen. Du hast noch mehr Torpedos. Wieder zurücklenken. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oha, ja, jetzt. Oh, okay, ist weg. Harbin hat geregelt. In dieser Situation kann man halt auch gut die HE benutzen und in die Nase schießen. Die Torpedos laden ja auch super schnell nach. Oh, ja, 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 ja. Ja, dafür ist dieses Kaliber nicht gut zu gebrauchen. Aber die Secondary pennt den, die Nase von der Messe Schuschitz, also was soll's. Ach, die Brandenburg ist auch schon draußen. Ihr habt ja dieselbe Ladezeit. Oh, 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 oh. Abbremsen dann ist. Oh, abgeprallt, sehr schön. Ja gut, du hast hinten ja auch noch einen Torpedo. Will er dich nochmal rammen? Ich weiß, was das wird. Durchschläge, Alter. Ja, und das war's dann schon wieder. Anhalt ist witziges Schiff. Oh, Torpedo getroffen. Anhalt ist einfach ein witziges Schiff. Dennis, Glückwunsch zum Sternchen. Gucken, was gab das Base XP. 464.000, 113.000 Schaden. 2.141. Ja, nice. Was gab das netto? Oh, gar kein Premium mehr, Dennis. Naja, immerhin. Okay, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Ranked und natürlich auch ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao.